Meine Damen und Herren, der nächste Gast, der jetzt kommt, der hat es noch schlimmer als ich. Ja, der hat nicht einen Angestellten, der schwierig ist. Nein, er ist Vater. Und das noch von einer Tochter. Viel Vergnügen, meine Damen und Herren, mit dem Benz Friedli. Hey, gell. Gell, Tochter ist immer schwierig, Alter, 15 und kommt gleich der erste Freund. Und ja, er hat gesagt, kannst du mir alles heimbringen, bin tolerant, kannst du mir alles heimbringen. Einfach kein Fan vom FC Basel. Nein, aber als Vater musst du dich darauf einstellen, ich bin jetzt parat. Ich weiss, es geht nicht mehr lang, kommst du am Morgen ins Badzimmer, steht schon einer da und sagt, hallo, ich bin Goran, wer bist du? Nein, ich verstehe die Jungen, schau, die sind einfach schnell gewachsen, das siehst du, ja, die Hosen mögen nur noch bis hier, oder? Sind schnell gewachsen, verstehe die Jungen, darfst du einfach nicht alles wörtlich nehmen, oder? Ey, Alter, was läuft? Sagt ein 9-Jähriger zum anderen, gell? Ey, Alter, was läuft? Gibst du mich 5, Alter, gib mir 5, Mann. Das ist irgendwie doppelt falsch, oder? Besonders alt sind die nicht. Auch nicht alte Kollegen. Ey, Alter, was läuft? Kennen sich seit einer Woche. Ey, Alter, was läuft? Und laufen tut auch nichts. Sie stehen. Nein, versteh die Jungen. Wie geil ist das denn, Mann? Heißt übrigens nie Frau, oder? Immer Mann. Wie schräg ist das, Mann? Ist einfach Englisch übersetzt. How weird is that, oder? Germanisch tun sie auch gerne. Geht gar nicht. Meine Tochter sagt gerne so ein bisschen, hey, geht gar nicht. Hey, mein Vater ist so viele Fingerringe, bis so einem alten Mann geht im Fall gar nicht. GGN. Nein, verstehe die Jungen, es ist. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste heute, gell? Das hure Verständnis ging. Ich meine, als wir so jung waren, da die Alten noch schockieren, oder? Hey, das hat doch jetzt nicht einmal ein Knie bei Hasch gebraucht. Das hat doch gelangt, dass mein Grossbruder mit einem Hendrix-Kassettchen ist, hey, komm, 1972. Nein, der Bär und Meer haben die Türen gedreht, ab dem Hendrix-Kassettli. Gut, er hat es geklaut gehabt, das Bern im Löwe, aber ey. Nein, da konntest du noch rebellieren, oder? Hendrix. Heute finden die alten Eminem geil, oder? Und die Jungen werden überall aufgesucht von so berufsjugendlichen Jugendarbeitenden mit Kapuzenpulli, gell? Sag ich, bin der Jakob von der aufsuchenden Jugendarbeit, von der AIA, gell? Kannst du mir Jack sagen? Uns hat doch niemand aufgesucht, denn, aber heute an jedem Ecken hier. Kannst du mir Jack sagen, weißt du, ich verstehe dich, willst du noch ein Red Bull? Weißt du, wie Stress, dass die Jungen das verdammte Verständnis ging? Also, wenn die jetzt hinten hier sind, die Jungen, wenn ihr jetzt wenn die gehen, wieder am liebsten, weil ihr nicht schon wieder einen braucht, der euch so furchtbar gut versteht. Nein, der hat die Verständnis. Gut, ich verstehe jetzt nicht alles. Ja, ja, junge Kollegen im FC, die sind halb so alt wie ich. Heute die Jungen, gell, die sind ja einfach mal wahnsinnig jung. Und dann einfach auch mobil, oder? Der eine irgendwie Studium zu Los Angeles, zwischen Zürich noch das Projekt in Berlin und die Freundin in Glasgow. Sage ich vorletzt nach dem Match beim Duschen. Frage ich du, aber wie machen die das? Los Angeles, Berlin, dort in Zürich, jetzt Glasgow. Wie machen die das, weißt du, mit dem Schätzeln? Zusammen schlafen und so. Er, kein Problem. Skype. Okay, also. Sie so ein bisschen vor dem Laptop und Kamera, gell? Er so ein vor dem Laptop und Kamera. Nein, so, mal, ich wollte es gar nicht wissen. Gibt euch das in der Mohrerei auf der Tastatur? Gut, dafür bist du bei dem bist du ganz, ganz sicher, oder 100 Pro bei dieser Methode, oder? Dass von dem garantiert niemand schwanger wird. Skype. Können wir vielleicht noch schnell schauen, wer wirklich jung ist da drinnen? Schnell der Test, was ist für Zeit? Eben, wir Alten schauen auf die Uhr, ja. 6, die Jungen. Die schauen die Zeit auf dem Handy, oder? 18.02. Und wenn ihr jemanden besuchen, was macht ihr? Steht ihr unten vor der Tür, was macht ihr? Tut ihr Leute am Lüten? Tut ihr Leute mit dem Zeigefinger Leute? Dann seid ihr uralt. Wer Leute mit dem Daumen? Daumen ist der wichtigste Finger der Generation Game oder der Generation SMS, der Daumen. Wer läutet mit dem Daumen? Okay, dann seid ihr so im Mittelalt. Weil die richtigen Jungen, die läuten nicht am Lüti. Die läuten an. Mit dem Handy. Ey, Alter, ich bin da. Ich warte. Mach schon, Alter. Stress deinen Arsch.
Banz Friedli. Großartig.